Dario Rohrbach diese Woche wieder angefangen Hockey zu spielen. Nach einer langen Verletzungspause. Eigentlich recht eine gute Woche gewesen. Heute Abend leider verloren. Also der krönende Abschluss ein bisschen verpasst noch von dieser Woche. Ja, ich glaube klar, wenn wir heute noch jetzt hätten können, 3 Punkte oder ja, 1 oder 2 mitnehmen, wäre natürlich super gewesen. Hat uns sehr geholfen. Es geht noch vor der Nazi-Pause, vor allem nach dem Spiel, das wir gestern hatten. Aber ich glaube, eben, heute haben wir wieder wirklich eine gute Leistung gezeigt. Und Zürich ist ja, wahrscheinlich die beste Mannschaft momentan in der Liga. Von dem her können wir gleich sehr viel Gutes aus diesem Spiel mitnehmen. Wenn man das Spiel anschaut, habe ich das Gefühl, ihr habt mehr vom Spiel, mehr Spielanteil als Zürcher. Ja, es ist schwierig zu sagen, aber ich glaube, es war ziemlich ausgeglichen gewesen. Und ja, das haben wir am Schluss auch gesehen, 19 Sekunden vor Schluss war es, glaube ich, ja. Ich kann es auf beide Seiten fallen, wir hatten auch unsere Chancen gehabt und ja, kannst nicht viel machen. Manchmal ist es im Sport einfach so. Also schlussendlich die Chancenauswertung, die heute Abend entscheidend war? Ja klar, an der Chancenauswertung können wir glaub, über die ganze Saison hinweg sehen, noch wirklich einige Schritte vorwärts machen. Aber ja, wenn wir einen rein tun, mit diesen Chancen gewinnen wir vielleicht den Match und am Schluss geht es bei ihnen rein. Ja. Ist so. Jetzt eben, du hast jetzt diese Woche denke ich, dein Comeback gegeben, wieder. Zuerst mal die Frage, wie fit bist du, wie geht es dir? Wie geht es der Verletzung, wirklich alles komplett verheilt? Ja, ich glaube, ich bin fit, ich kann spielen. Es ist nicht so, dass ich jetzt reingepusht worden oder so, oder musste drücken zum Spielen. Es ist aufgegangen jetzt noch für die 2 Spiele vor der Nazi-Pause und ist natürlich, ja, bin ich persönlich froh darüber, noch 2 Spiele mitnehmen, bevor wir jetzt eine Pause haben. Da bin ich nachher auch schon ein bisschen in Form für die nächste Phase der Saison. Und klar, nach, ich glaube, 10 Wochen Verletzungspause ist es immer ein super Gefühl, wieder zu spielen und es macht Spass, mit den Jungs wieder dabei zu sein. Also es hat auch Spass gemacht, dir zuzuschauen. Also ich habe das Gefühl, du bist schon recht gut im Spielrhythmus angekommen. Ja, es ist ziemlich gut gegangen, muss ich sagen, für eben, dass ich so lange bevor war. Aber ja, viel Zeit gehabt zum Trainieren in den Wochen, als ich verletzt war. Und ich habe gewusst, wenn ich zurückkomme, wollte ich voll fit sein, wollte ich auch einen Impact machen in unserer Mannschaft und jetzt muss es so weitermachen. Jetzt Nazi-Pause, was denkst du, was werden die Punkte sein, die am meisten werden schaffen daran? Ja, wir werden die nächste Woche, Montag bis Mittwoch her trainieren und nachher haben wir ein paar Tage frei und werden es für Kondition machen und versuchen, in allen Belangen besser zu werden.